Moin, moin und herzlich willkommen zum vierten Blender Einsteiger Tutorial. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr das Haus, was wir in den letzten beiden Folgen zusammen modelliert haben, wie ihr das texturieren könnt. Das heißt, wie ihr zum Beispiel hier auf das Dach eine Dachziegeltextur hinzufügen könnt oder auf die Wand eine Textur für die Wand. Das erste, was ihr machen solltet, ist hier oben bei Edit auf Preferences zu gehen. Dann öffnet sich hier dieses Fenster. Da müsst ihr beim Reiter Add-ons nach dem Add-on Node Wrangler suchen und dieses dann einfach aktivieren. Das ist für später dann ziemlich hilfreich und erleichtert das Texturieren von diesem Haus deutlich. Die Texturen, die ich in diesem Video verwenden werde, habe ich hier von der Seite Ambient CG. Den Link dazu packe ich euch in die Videobeschreibung. Hier gibt es ziemlich viele gute und vor allem auch kostenlose Texturen, die ihr für eure Projekte benutzen könnt, da diese auch lizenzfrei sind. Hier könnt ihr zum Beispiel sehen, Steintexturen. Dann so HDRIs, also Umgebungstexturen, eigentlich alles Mögliche, was man braucht. Und ich verlinke euch auch die Links zu den genauen Texturen, die ich in diesem Video verwenden werde, in der Videobeschreibung. Wenn ihr jetzt eine Textur hier runterladen wollt, klickt einfach die Textur an und wählt dann hier euer Format aus und die Auflösung, die ihr haben wollt. Zurück in Blender. Gehen wir erstmal hier oben in den Shading Editor. Und das ist der Bereich, wo ihr quasi euren Objekten Texturen bzw. Materialien hinzufügen könnt. Um jetzt dem Haus ein neues Material hinzuzufügen, drückt ihr erstmal das aus, was ihr texturieren wollt. In dem Fall nehme ich jetzt hier das Haus. Und wir haben schon hier das erste Material generiert in dem Material Properties. Wenn wir jetzt hier bei Base Color die Farbe ändern, sehen wir auch schon, dass wir einfach dort die Farbe ändern wollen. Ich will jetzt aber nicht das Haus einfach in irgendeiner Farbe machen, sondern möglichst realistisch halten. Deswegen gehe ich hier unten in dieses Fenster rein, drücke nur dieses Grüne, den Principled BSDF an und kann jetzt durch das Add-on, was wir vor uns aktiviert haben, Steuerung, Shift und T drücken. Hier öffnet sich dann eure Dateien und ihr müsst dann einfach zu dem Ort, wo ihr die Textur gespeichert habt, hingehen. Und wenn ihr dann beim richtigen Material seid, wählt ihr hier alle diese viereckigen Dateien aus und drückt dann hier unten auf Principled Texture Setup. Was das jetzt gemacht hat, ist, dass hier unten automatisch die ganzen Dateien, also jetzt hier die Base Color, die Roughness und so weiter, automatisch hinzugefügt wurden und auch miteinander verknüpft wurden. Und das ist eben durch dieses Add-on von vorhin möglich. Und wir sehen auch schon, dass hier an dem Haus die Textur dran ist, jedoch ist sie an manchen Stellen, wie hier zum Beispiel, extrem verzogen. Und das wollen wir natürlich nicht, deswegen müssen wir als erstes hier unten in dem kleinen Fenster von dem Image Editor zu UV Editor wechseln. Können jetzt mit Tab in den Edit Mode wechseln, mit A alles markieren und dann könnt ihr hier unten die beiden Pfeile da anmachen, falls sie bei euch aus sein sollten. Und dann seht ihr perfekt, welche Flächen ihr ausgewählt habt. Um jetzt diese Textur quasi perfekt auf unser Haus drauf zu projizieren, drücken wir die Taste U und können hier jetzt die Textur unwrappen. Das müssen wir machen, da wir am Anfang ja das Haus in verschiedene Richtungen vergrößert und verkleinert haben und dem muss ich eben die Textur auch anpassen. Wenn ich jetzt hier auf Unwrap drücke, sehen wir, dass sich was geändert hat, aber nicht so, wie wir wollen. Deswegen drücke ich nochmal U und diesmal nehme ich Smart UV Project und wir sehen schon,
Die Textur ist nur noch ganz leicht verzerrt und ein bisschen zu groß. Um das zu ändern, gehe ich wieder zurück in den Edit Mode und skaliere hier unten, ne, diese ganze Fläche groß. Dadurch wird die Textur auf dem Haus kleiner. Mit S und X oder S und Y kann ich noch die Textur in verschiedene Achsen skalieren. Und das mache ich jetzt so lange, bis mir die Textur gefällt. So sieht das Ganze da schon mal ganz gut aus. Was ihr jetzt noch zusätzlich machen könnt, ist hier unten in dem Fenster bei Normal Map die Stärke zu vergrößern. Dadurch bekommt die ganze Textur einen größeren 3D-Effekt. Da ich das Material aber schlicht halten möchte und quasi der Putz nicht ganz so grob sein soll, mache ich die Stärke nur ein wenig höher auf 1,6. Wenn ihr das irgendwie anders wollt, dann müsst ihr einfach hier unten ein bisschen rumspielen und gucken, was euch am besten gefällt. Die Textur könnt ihr jetzt hier mit Doppelklick umbenennen. Ich nenne jetzt einfach mal Wall für Wand. Das Ganze mache ich jetzt auch nochmal mit dem Dach. Das heißt, ich klicke das Dach an, drücke hier unten im Material Properties Tab auf New, um ein neues Material zu erstellen. Klicke dann wieder den Principlet BSDF an und drücke Steuerung Shift T, um das Material, also die Textur, die ihr runtergeladen habt, hinzuzufügen. Wie ich die Texturen jetzt hinzufüge, habe ich mal rausgekartet, aber das solltet ihr eigentlich von vor uns noch wissen. Auf jeden Fall habe ich hier jetzt mir einfach so eine ganz normale Dachziegeltextur ausgesucht und die wieder hinzugefügt. Wir sehen auch schon wieder, die Dachziegel sehen nicht aus wie Dachziegel, sondern eher wie irgendwie, keine Ahnung, irgendwie Holz. Deswegen gehe ich wieder in den Edit Mode, drücke A, um alles auszuwählen, und U und mache wieder das Smart UV Project. Jetzt ist es erstmal ganz groß und sieht noch komischer aus als davor. Aber indem ich das hier unten wieder groß skaliere, sehen wir schon, dass es jetzt eigentlich ganz gut aussieht. Aber es sieht natürlich immer noch nicht aus wie richtige Dachziegel. Deswegen gehe ich hier unten mit der Maus rein und drücke einmal R und 90, um das Ganze 90 Grad zu rotieren. Und jetzt drücke ich S und X und ziehe das hier unten größer, damit es oben zusammengezogen wird. Und wir sehen schon, dass es langsam die Form von ordentlichen Dachziegeln annimmt. Jetzt skaliere ich das hier unten noch ein ganz kleines bisschen größer, damit hier oben dieser letzte Rand von so einem abgeschnittenen Dachziegel nicht zu sehen ist. Jetzt können wir auch wieder hier unten mit der Stärke von der Normal Map rumspielen. Aber ich glaube, dass das nicht so gut aussieht. Ich lasse das einfach so auf 1, wie es von Standard ist. Hier unten unterm Dach ist natürlich jetzt auch Dachziegeltextur, weil das komplette Dachobjekt quasi die eine Textur bekommen hat. Und ich würde aber sagen, dass wir hier unten irgendwie so einfach Holz machen, weil ich glaube, bei den meisten Häusern ist da unten unter dem Dach Holz. Deswegen gehe ich hier an der Seite aufs Plus und dann wieder auf New und erstelle ein neues Material. Davor benenne ich das erstmal Dachziegel. Und das hier einfach Holz, keine Ahnung. Ihr könnt es so benennen, wie ihr es wollt. Hauptsache, ihr kommt dann später damit zurecht und wisst, welches Material für was genutzt wird. Dann drücke ich wieder den Principlet BSDF an und Steuerung Shift T und füge eine Holztextur hinzu, bei der ich denke, dass sie gut zu dem Haus passen wird.
Aber wie ihr seht, hat sich da nichts geändert. Deswegen gehe ich in den Edit Mode. Und was ich gerade bemerke, ist, dass hier ein kleiner Fehler ist. Und zwar ist hier nur diese eine Fläche und nicht unten noch eine. Das muss ich kurz fixen. Deswegen wechsle ich mal in den Layout-Reiter, in den Edit-Mode und füge jetzt einmal mit Steuerung R hier zwei Loopcuts hinzu. Mit Steuerung R hier zwei hinzu. Jetzt kann ich ganz einfach diese Fläche mit dieser Fläche verbinden mit F und diese Fläche mit dieser Fläche auch mit F verbinden. Und jetzt haben wir oben diese Fläche und unten getrennt davon die andere Fläche. Das heißt, ich gehe zurück in den Shading-Reiter und kann jetzt mit der Face Selection alle Flächen hier unten auswählen, die keine Ziegeltextur haben sollen, sondern eine Holztextur. Ich glaube, das sollten alle gewesen sein. Und jetzt kann ich hier an der Seite auf Holz gehen und dann hier unten auf Assign drücken. Und jetzt wird das Holzmaterial den ausgewählten Flächen hinzugefügt. Und meiner Meinung nach ist es schon ziemlich gut drauf projiziert worden. Nur hier noch ein bisschen. Deswegen gehe ich in den Edit Mode wieder. Lass die Flächen so ausgewählt, wie sie sind. Drücke U und Smart UV Project. Skaliere das hier unten ein bisschen größer. Ungefähr so. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Ein bisschen skalieren. An der X-Achse. Man kann immer ein bisschen rumprobieren, so wie es dann am Ende am besten aussieht. Hier bei dem Holz könnt ihr jetzt auch wieder die Stärke der Numel Map erhöhen. Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Dann habe ich mir überlegt, hier diese Kanten von dem Dach einmal ringsrum sehen nicht wirklich schön aus. Deswegen wähle ich die mal alle an. Mache jetzt neues Material und suche jetzt einfach so eine. Also erstmal Assign noch drücken und füge da jetzt einfach so eine Farbe hinzu, die so halbwegs zu den Dachziegeln passt. Vielleicht noch ein bisschen dunkler. So. Ich habe jetzt noch hier so eine Steintextur auf den Schornstein hinzugefügt. Genau mit demselben Prinzip wie auch mit allen anderen Texturen. Deswegen habe ich das jetzt mal übersprungen. Genau, und damit ist dieses Video auch wieder zu Ende. Im nächsten Video zeige ich euch dann, wie ihr zum einen hier ein Glasmaterial erstellen könnt und auch Sachen wie zum Beispiel hier dieses Geländer oder hier die Tür erstellen und texturieren könnt. Falls du noch Fragen hast, schreib diese gerne in die Kommentare oder join unseren Discord-Server. Der Link dazu ist wie immer in der Videobeschreibung. Genau, und ansonsten verabschiede ich mich für dieses Video. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.